Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Workers and Resources. Wie ihr seht, ist es mittlerweile Februar. Ungefähr ein Monat ist jetzt vergangen seit der letzten Folge. Ich habe das hier mal ein bisschen durchlaufen lassen, damit unsere kompletten Projekte fertig werden. Die Unterwasserleitung ist fertig. Die unterirdische Wasserleitung ist fertig. Unser Dörfchen war ja eh fertig, beziehungsweise ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch bauen, da kommen wir gleich zu. Und der Rest ist soweit auch fertig. Das Einzige, was aktuell mir noch ganz unklar ist, dieses Ding hier wurde nicht gebaut. Das ist dieser Vierfachverteiler, das gleiche hinten bei dem Dorf. Stell mir allerdings die Frage, woran das liegt. Ah, warte mal. Das braucht einen Fußgängerzuweg. Das erklärt ja einiges. Okay, ich weiß zwar nicht, warum das jetzt unbedingt eine Fußanbindung braucht, aber hey. Dann sollst du das doch bekommen. Wird das irgendwie. Warum können wir das hier nicht so rummachen? Hätte ich aber eigentlich ganz geil gefunden, aber will er nicht. Naja, dann machen wir es. Ist ja prinzipiell egal, wir machen es einfach hier hin. Achso, hier endet das, deswegen konnten wir das nicht machen, okay. Gut, dann das gleiche da drüben. Wollen wir das hier auch mal verbinden? Naja, okay, hier ist der Weg da. Könnten wir eigentlich das von hier nach da so anbinden? Zählt das auch dann? Das mal ausprobieren. So, jetzt bin ich gespannt. Kein Bauamt hat einen Pfad zu der Baustelle. Ich glaube, das geht nicht, oder? Na, leck mich doch. Gut, dann müssen wir hier eventuell nochmal einen kleinen Weg planen. Wir könnten auch die Straße hier mal fortführen. Mal nehmen. Muss hier die Straße mal so. Warte. So hier. Ich wollte da nicht vermeiden, dass der Baum weggeht, aber okay. So. Und dann nehmen wir uns hier noch den Fußgängerweg und den binden wir hier auch noch an. Ja, machen wir so. Ist ja egal. Okay. So, wie sieht das jetzt aus? Aha. Jetzt sieht das schon besser aus. Sehr schön. Gut, dann wird das Ding auch gebaut. Dann können wir uns eigentlich um die nächsten Dinge kümmern. Wieder wären. A, brauchen wir für die Stadt noch eine Müllversorgung. B, brauchen wir noch Wärme. Es ist aber ganz gut, dass jetzt aktuell gleich der Sommer beginnt, beziehungsweise erstmal der Frühling. Das heißt, wir können über die warme Periode uns hier noch ein Heizsystem bauen. Ich hoffe, das reicht von der Zeit her. Und wir werden anfangen, Kies uns zu organisieren, indem wir das hier irgendwo abbauen. Und dann hier so runter transportieren. Und wenn wir ihnen ein Heizkraftwerk bauen, könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht auch gleich Kohle uns versuchen zu organisieren. Das ist halt die Frage, wie das zeittechnisch alles passt. Wie sieht es jetzt eigentlich hiermit aus? Okay, da sind auch Bauämter zugewiesen. Sehr schön. Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall vor dem Winter die Heizung in Gang kriegen, wenn wir jetzt da Leute einziehen lassen. Sonst wäre es ein bisschen ungünstig. Ich würde sagen, ich plane hier hinten erstmal ganz kurz noch ein paar Häuser. Dann können nämlich die Häuser schon gebaut werden, während wir da hinten den ganzen Rest planen. Damit wir hier mal ein bisschen mehr Einwohner bekommen. Ich mache nochmal auf Pause. Ich will nämlich mal gucken, wie viele Einwohner brauchen wir denn überhaupt. Also für so ein Heizkraftwerk. Ein kleines sollte ja wahrscheinlich reichen. Okay, da brauchen wir nur 7 Arbeiter. Okay. Das ist jetzt nicht allzu viel. Wie viel brauchen wir denn dann für Kies?
Für Kies brauchen wir 40. Okay, in einem Haus sind 50. Das sollte kein Problem sein. Für den Kieswerk brauchen wir 15. Das sollte auch reichen. Und dann, wie sieht das mit Kohle aus? Kohle. 220. Das ist schon ein bisschen mehr. Und 15. Da wird es langsam eng. Aber ich würde sagen, zur Not importieren wir Kohle erstmal. Hauptsache, das Heizkraftwerk steht. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Mitarbeiter hier für die ganzen Gebäude. Für unser Hallenbad, für unsere Klinik. Aber das sollte ja nicht so sehr ins Gewicht fallen. Genau, das sind immer nur, was weiß ich, 5, 6 pro Gebäude. Also eventuell reicht das an Häusern sogar erstmal. Ja, könnte durchaus reichen. Ich glaube, dann brauche ich doch noch keine Häuser. Wichtiger ist, dass wir das Heizkraftwerk hier in Betrieb kriegen. Lass mich überlegen. Das Heizkraftwerk muss verbunden werden mit Fernwärme, ne? Okay. Das heißt, wir müssen Fernwärme von A nach B irgendwie bringen. Entweder machen wir das wahrscheinlich mit einer Pumpe oder wir nutzen ein Gefälle. Da können wir doch gleich mal hier dieses Werkzeug benutzen, was ich entdeckt habe. Und zwar dieses hier. Haben wir hier einen Höhenunterschied? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal von hier nach da gucken. Wir sind hier auf einer Höhe von... Ja, okay, hier hätten wir tatsächlich einen Höhenunterschied. 10 Meter, 2 Meter. 2 Meter, 2 Meter. Okay. Das heißt, wir könnten das Kraftwerk eigentlich überall hier einfach bauen. Sehe ich das richtig? Hallo? Ah ja. 24 Meter. Ja, hier haben wir so einen kleinen Bergrücken. Mhm. Hier sieht man es auch nochmal ganz gut. Eigentlich wäre es optimal, wenn wir das hier bauen würden. Das ist zu weit weg von der Stadt, um die noch mit Wärme zu versorgen, oder ist das okay? Boah, hier wäre es auch geil gewesen, hätten wir hier ein Wasserding drauf gestanden. Oh, warte mal, lass uns das mal ganz kurz angucken. Resette mal ganz kurz die Punkte. Da hätte ich vielleicht viel mehr drauf achten sollen. Dann wäre alles viel einfacher gewesen. Oh, 95%. Ja, das wäre so nice gewesen. Vielleicht bauen wir das dann später nochmal um. Dass wir hier einen Wasserturm hinbauen, vielleicht einen großen. Wir brauchen eh wahrscheinlich langfristig gesehen viel, viel mehr Wasser. Da stellt sich die Frage, das Ding braucht doch bestimmt Wasser, oder? Wo sehe ich denn das? Wo sehe ich denn Stromverbrauch? Heißwassertank, ja, das Ding braucht Wasser. Maximaler täglicher Wasserverbrauch 0,143 am Kubikmeter pro Tag. Ja, okay, dann lass uns das gleich zusammen planen. Also, pass auf. Wir bauen hier ein kleines Heizkraftwerk hin. Direkt hier auf diese Kuppe. Wasser rein, Wasser raus, ne? Wo ist denn aber Wasser rein? Ich sehe nur Wasser rauspfeile. Oder kann da auch Wasser rein? Ich würde das mal so positionieren. Ja, dann kommen wir hier den Berg runter. Okay, ja, das ist ganz gut, glaube ich. Also, wir positionieren das mal direkt hier auf der Kuppe. So hier. Dann machen wir Wasser, 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 Wasser. Wasserpumpe, Wasseranschluss, nee, Wasserbrunnen. Klein. Achso, Quatsch, wir müssen ja hier hoch. Wasserbrunnen groß. So. Lass uns mal kurz ein bisschen näher rangehen. Hier, da sind die ganzen Wasseranschlüsse. Okay, den könnten wir dann einfach direkt hier hin machen, würde ich sagen. 95 ist top. Okay, lass mal dieses Höhenprofil hier wieder ausmachen. Wenn wir Glück haben, haben wir sogar schon von hier nach da so ein kleines Gefälle. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle, weil beim Fördern hier eh eine kleine Pumpe integriert ist. Naja, siehst du, so ein minimales... Ne, doch nicht.
eher einen Anstieg. Okay, nevermind, egal. Zur Not knallen wir hier eine Pumpe hin, aber ich glaube, das hier hat ein bisschen Pumpleistung. Weil das pumpt das ja auch aus der Tiefe raus, von daher sollte das eigentlich passen. Gut. Lass uns das mal direkt erstmal verbinden. Hier, große Wasserleitung bauen. Dann kann ich doch direkt sehen, wo wir da eventuell rein müssen. Ach nee, warte mal, zieht das... Kann es sein, dass wir das gar nicht direkt verbinden müssen, sondern hier wieder so ein Teilungsding hinmachen müssen? Was haben wir hier noch? Oh Gott, wir müssen mal aus der Ansicht hier raus. Was haben wir hier nochmal hingebaut? Wasseranschlussstation. Wasseranschlussstation. Wo finde ich denn die? Ach, hier. Ah ja, okay, das wird so verbunden. Okay, umso besser. Dann können wir das eigentlich hier so einfach hinmachen, oder? Wasser muss hier rein. Dann können wir das einfach hier hinbauen. 150 Meter. Passt. Zack. Dann einmal verbinden, bitte. Das geht sogar runter. Sehr geil. Ein Traum. Gut. Heizkraftwerk. Dann brauchen wir jetzt die Rohre, die nach unten führen. Fernwärmerohr groß, würde ich sagen, brauchen wir da auf jeden Fall. Unterirdisch. Oh, wir könnten das unterirdisch oder oberirdisch machen. Hat auch irgendwie ein bisschen was, wenn wir das oberirdisch machen, dann kann man das so sehen. So dieses typische, man kennt das ja aus manchen großen Städten, wo dann diese Fernwärmedinger durchlaufen. Irgendwie hat das was, zumindest für unsere erste kleine Stadt. Vielleicht, wenn wir unsere Traumstadt bauen, dann werden wir das natürlich unterirdisch verlegen. Aber ich glaube, für die Stadt könnten wir das doch erstmal so machen. Ich nehme mal hier den kann ich hier den mittleren? Achso, warte mal, wir müssen erstmal unterirdisch nehmen, was? Nee. Achso, jetzt hat irgendwie eben nicht funktioniert. Wir könnten das direkt hier so runter machen. Zu lang. Aktuelle Höhe. Hier haben wir Höhe 1 Meter. Ist halt die Frage wieder, was das für ein Gefälle braucht. Warte mal, wie viel Spielraum haben wir jetzt hier nochmal? Fernwärme muss halt irgendwie hier so hin. 28 Meter, ja, okay. Das sollte ja safe machbar sein. Haben wir hier auch einen Höhenunterschied? Von hier nach da? Dann würde ich nämlich gerne erstmal hier runterlegen und dann an der Straße langlegen. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Na, dann müssen wir das doch hier so straight unterlegen. Lass uns noch mal kurz gucken, was brauchen wir. Fernwärmepumpe, Fernwärmetauscher. Groß. Reicht ein kleiner? Vermutlich, oder? Ah, oder auch nicht. Oder nee, warte mal, warum sind die alle rot? Ich glaube, die Anzeige ist einfach nur rot, ne? Weil das wegen Heißwasser, damit man es mit dem kalten Wasser zu blau abgrenzen kann. Ich denke mal, ein reicht ein kleiner. Die kleine Stadt reicht bestimmt ein kleiner. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Also, wir müssen da. Hier kommt das ran. Wollen wir das direkt ans Strom vielleicht bauen? Wäre doch vielleicht ganz sinnvoll. Ich glaube, wir machen das mal hier so hin. Direkt, wo wir auch Strom gemacht haben. Sollte ja erstmal reichen. Na, komm. So wird es passen. Perfekt. Dann schnappen wir uns jetzt nochmal hier die Fernwärmerohre.
Nehmen hier mal den mittleren Strang und machen erstmal so ein bisschen runter mit E. Aktuelle Höhe. Eigentlich müsste das ja... Warum zeigt es mir aber keinen Unterschied an von der Höhe? Eigentlich müsste das ja straight ein Unterschied sein. Hügel im Weg. Geht das jetzt hier runter? Lass uns mal das Höhenprofil anzeigen. Eigentlich müsste es hier so minimal runtergehen, oder? Moment, Moment. Lass mal das alles resetten. Minus 8 Meter. Hier sind es 21 und da sind es 30. Also das müsste eigentlich passen. Dann gehen wir jetzt hier straight weiter runter. Würde ich sagen. Heizungen, Heizungen, Heizungen. So. Hier ist halt ein Hügel im Weg. Das ist ein bisschen ungünstig. Wir könnten hier versuchen, das unterirdisch mal ein bisschen weiter zu machen. Oder den Hügel ein bisschen abzutragen. Ich glaube, wir tragen den einfach ein bisschen ab. Und zwar so, dass wir hier straight runterkommen. Wo ist unser Haus da? Wir müssen hier so eine kleine Kante reinschlagen. Aber das passt schon so. Wir schauen mal. Ja, das passt schon. Sehr schön. Haben wir hier mal eine kleine Kurve rein. So. Ja, so würde ich sagen. Und wir müssen hier hin, ne? Oh, wir brauchen hier eine Brücke oder so. Hier müssen wir über die Straße. Das doch bestimmt auch hochbauen, ne? So, okay, perfekt. Dann lass uns mal hier eine kleine Kurve machen. So, und jetzt gehen wir hier gerade rüber. Und dann gehen wir hier jetzt wieder runter. Auf 0 Meter. Oh. Ich hoffe, der Druck reicht, um da hochzukommen. Sonst müssen wir eine Pumpe machen. Ah, ich glaube, wir sollten da eventuell eine Pumpe einplanen. Ich weiß nicht, ob der Druck von da oben reicht, um das hier hoch zu pumpen. Ich glaube, sicherheitshalber setzen wir einfach mal eine kleine Pumpe hin, oder? Lass uns nochmal hier in das Tool reingehen. Ich will mal gucken, auf was für eine Höhe wir hier sind. Okay, die Höhe ist dann immer gleich. Dann lass uns die Pumpe doch einfach mal hier hinsetzen. Hier ist es auch ein bisschen höher. Dann können wir hier nochmal ordentlich Schwung reingeben. Sollte vielleicht dann passen, oder? Ich denke schon. Komm her. Pumpe. Nehmen wir direkt eine große. Könnten auch eine große nehmen. Die müssen wir halt mit der Straße verbinden. Müssen wir die kleine auch mit der Straße verbinden? Ja, ja, dann machen wir sie weiter unten. Das müsste ja safe reichen. Das braucht nämlich auch Strom, das Ding. Okay. Dann lass uns das hier so zwischenschalten. So, damit es noch Strom hat. Fernwärmerohr. Okay, und jetzt verbinden wir das von hier komplett nach da. Geht aus irgendeinem Grund nicht. Thank you.
Was ist hier das Problem? Zu lang. Wir sind jetzt schon... Wir haben jetzt schon ein Längenproblem, oder was? Ach du Scheiße. Da müssen wir vielleicht doch eine Pumpe einbauen. Ich hätte gedacht, das Gefälle reicht vielleicht. Das ist aber ärgerlich. Dann bauen wir die Pumpe aber direkt hier irgendwo ein in der Nähe. Ich meine, hier brauchen wir ja wahrscheinlich auch Strom, ne? Gut, dann pass auf. Dann bauen wir eine Pumpe noch hier irgendwo ran. Bauen wir aber eine große Fernwärmepumpe direkt hin. Lass uns erstmal hier ein bisschen was abreißen. Fernwärmepumpe hier. Lass uns die hier schön reinmachen. So. Bisschen schräg, aber das passt schon. Genau, dann kommt das hier raus. Dann sollten wir das jetzt hoffentlich auch verbinden können, oder? Ach, come on. Shit. Ich glaube, es geht darum, weil die Strecke hier zu gerade ist, die wir hier die ganze Zeit bauen. Dann müssen wir halt tatsächlich hier nochmal eine kleine Pumpe reinbauen. Dann hätten wir die wahrscheinlich gar nicht gebraucht hier. Lass die wieder wegmachen. Die ist tatsächlich useless, würde ich sagen. Ja, dann müssen wir hier eine hinmachen. Machen wir hier eine große hin. So, jetzt aber bitte. Können wir uns die wahrscheinlich ziemlich sicher sparen. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir so ein... Fernwärme groß hätten wir nehmen sollen. Ah, no! Ich hab die ganze Zeit ein kleines genommen. Nein! Das nochmal weg. Hier würde wahrscheinlich auch klein reichen. Haben wir sowas wie ein Drehkreuz? Die Pumpe ist so ein Drehkreuz, ne? Ich hier kein großes dran machen? Muss ich hier ein kleines dran machen? Scheinbar. Okay, dann ist es gar nicht so verkehrt. Würde ich sagen. Dann können wir das eigentlich so lassen. Die großen könnten wir dann von hier nach da machen. Was habe ich denn hier verbaut? Woher sehe ich das? Ob ich hier ein großes verbaut habe? Kann ich nicht anklicken, ne? Shit. Ja, aber wahrscheinlich selbst wenn wir keinen... Ja, obwohl, wenn wir hier noch eine Abzweigung machen... Ach, fuck, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Ich reiß das nochmal ganz kurz ab. Oha, man kann gedrückt halten, dann geht das ja viel schneller. Interessant. So. Also. Fernwärmerohr groß. Ach, hier kann ich auch nicht dran snappen? Warum kann ich hier nicht dran snappen? Wegen dem Kleinen, oder was? Ach, sag jetzt nicht, ich habe alles umsonst abgerissen. Ich glaube, nur ein großes Heizkraftwerk. Auch die großen Rohre, ja, okay, never mind. Okay. Fuck you! Alles sinnlos gewesen. Dann können wir hier auch wieder runtergehen.
Okay, perfekt. Dann vertraue ich jetzt mal darauf, dass das passt. Gut, der versorgt dann die Dinge. Wir brauchen hier noch einen Straßenanschluss. Dann nehmen wir erstmal diese hier. Weil nicht so wichtig. Mal so. Und dann müssen wir natürlich noch eine Straße hier hochlegen. Die Straße da hoch wollte ich tatsächlich auf jeden Fall gerne aus Kies bauen. Weil wir ja hier auch irgendwo Kohle und hier Kies auch irgendwo abbauen wollen. Wir könnten allerdings die ganzen Sachen hier eventuell schon mal bauen lassen. Ne? Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Wir brauchen da auch Strom hoch. Lass uns erstmal auskundschaften, wo wir überhaupt Kohle finden. So, eine Kohlemine. Ich hoffe, hier ist überhaupt irgendwo Kohle. Hallo? Hoch? Was ist jetzt los? Ah ja, jetzt. Oh ja, hier ist Kohle. 62%, 65%. 70, okay. Also hier könnten wir auf jeden Fall Kohle hinmachen. Da oben in dem Tal. Merken wir uns mal. Würde sich ja anbieten. Von hier hier runter. Ja. Kies hatten wir ja, glaube ich, hier. Kiesgrube. Kies war irgendwo hier gut. Wo waren das? Irgendwo hatten wir doch um die 80%, oder nicht? Haben wir nicht irgendwo 80? Oh ja, hier. Hier haben wir 80. Gehen hier straight auf die 80. Ich muss hier erstmal ein bisschen einebnen. Ich kann ein bisschen näher hoch angehen für euch. Also auf jeden Fall mal rumdrehen. Oh, sogar 81, na egal, wir bleiben bei den 80. Ne? Wie ihr seht, hebt ihr das ein bisschen an. Zack, ist das Ding drin. Gut, jetzt müssen wir das mit einer Straße verbinden. Dann nehmen wir gleich eine Kiesstraße bzw. eine Betonbrücke. Sollten wir da eine Betonbrücke bauen? Da müssen wir, sonst kommen wir da nicht rüber. Okay, spannend. Spannend, spannend, spannend. Betonbrücke, Betonbrücke. 100 km/h. Bogenbrücke. Ich glaube, wir bauen einfach so eine Betonbrücke, oder? So? Ich denke schon. Und dann werden wir uns hier runterschlängeln. Kiesstraße. Ja, das finde ich eigentlich ganz nice. Minus 14 Meter ist jetzt auch nicht allzu krass, oder? Sollte auch safe machbar sein. 26 Meter ist jetzt auch nicht so heftig. Ja, das ist ganz nice. Das fügt sich hier schön in den Hang ein. Und dann können wir von hier oben das auch abgehen lassen. Oder wir machen eine extra Abfahrt. Wir könnten auch von hier so hoch gehen. Kiesstraße. Wie wär's, wenn wir das von hier so... Ne, warte, wir planen das anders. Wir machen hier eine Kiesstraße. Brauchen wir hier eine Kiesstraße? Ich glaube, hier reicht doch erstmal eine normale Straße. So oft fahren die hier eh nicht lang, oder? Ach so, fuck, wir haben jetzt ja hier die Dingsleitung oberirdisch gebaut. Ach, shit, das hätten wir mal bedenken sollen. Dann machen wir das so. Kommen hier einmal rum.
Auf jeden Fall. Na, ne, gefällt mir so nicht. Der Bogen ist mir hier zu krass. So ist schon besser. Wohl eigentlich auch nicht. Mal kurz rückgängig machen. Ein bisschen darauf achten müssen wir schon, ne? Was wir hier veranstalten. Das mal so bauen. Und dann können wir hier auch schon ein bisschen höher rumgehen. Dann machen wir auf jeden Fall 180 Grad. So. Und dann machen wir das straight so. Sehr schön. Haben wir hier so einen coolen kleinen Bogen. Müssen die hier oft hinfahren? Wir können hier, glaube ich, Fußgängerwege rüber machen. Dann machen wir hier eine Bushaltestation, dann sollte was passen. Die Arbeiter müssen hier auf jeden Fall hochkommen. Von daher müssen hier auch tatsächlich Autos hochfahren. Also sollten wir eventuell doch langfristig eine Kiesstraße machen, würde ich sagen. Aber wir machen jetzt erstmal so. Nee. Lass uns mal hier so einen kleinen... eine Kurve reinbauen. Okay, perfekt. Ich meine, ob wir das mit upgraden oder ob wir das gleich aus Beton bauen, spielt ja keine Rolle. Ich würde jetzt hier gerne so ein 10 Meter. 10 Meter sollte jetzt gehen, oder? Warte. Wir machen das hier so ein bisschen. Gerade und dann machen wir hier schöne Kurve ran. Nice. Längelt sich das hier so hoch. Finde ich eigentlich ganz okay soweit. Mhm. Gut, also wir haben Wärme. Wir haben Kies und dann brauchen wir noch einen Kies-Verarbeitungswerk. Das hätten wir auf jeden Fall. Wo haben wir das? Halt, ich bin immer in dem falschen hier drinne. Kies, genau. Hier haben wir das Kieswerk. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem kleinen an. Denn das kleine ist gar nicht so klein. Eigentlich würde ich es gern. Hier irgendwo. Oh, es wäre halt geil hier. Dann hätten wir direkt hier ein Förderband, was hier runterkommt. Oh, wenn wir das hier so reindrücken könnten, dann wäre es schon nice. Oder wir machen es... Da ist ja auch ein Eingang, ne? Vielleicht machen wir es echt einfach so. Ist der Weg nicht weit. Oder wir machen es hier rein. Da müssen wir allerdings ein Förderband hier komplett durchlegen. Und dann könnten wir, eigentlich könnten wir hier alles mit Lagern noch voll stopfen. Da könnte man nicht auch irgendwie spiegeln? Ah ja, spiegeln. Nice, ja, so ist ja viel geiler. Dann haben wir die Straße nämlich hier auf der Seite. Dann könnten wir das doch... Aber dann kommt es da vorne raus. Auch nicht so geil. Ich glaube, wir müssen hier langfristig... das ein bisschen umbauen, aber erstmal passt das so. Auch wir machen das jetzt hier so, setzen wir das hier in die Ecke. So. Dann kann das direkt hier bedient werden. Machen wir hier auf jeden Fall eine Straße hin. Machen wir eine Kiesstraße gleich. So nicht. Das ist irgendwie so 90 Grad und dann schließen wir das hier straight an.
Okay, sehr schön. Dann brauchen wir, glaube ich, noch ein Förderbandsystem, ne, was den Kies hier runter transportiert. So, wir können eigentlich schon mal laufen lassen. Dann könnt ihr ja schon mal ein bisschen anfangen zu arbeiten, wenigstens. Wo haben wir denn das Förderbandsystem? Hier, Schüttgut, Förderband bauen. Nee. Wir brauchen scheinbar gar kein Förderband. Ah, never mind. Die transportieren das mit LKWs. Okay, auch gut. Oder wir können es noch nicht anschließen, weil es noch nicht fertig ist. Aber ich glaube, die transportieren das mit LKWs. Ja, dann haben sie es ja hier auch nicht allzu weit. Passt schon, dass das hier ist. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt Kies. Die können das hier runter transportieren. Wir haben hier Heizungen. Wir brauchen hier noch Strom und wir brauchen hier noch Müll. Lass uns erstmal kurz um den Strom kümmern. Ein Umspannwerk. Da würde ich tatsächlich hier so eins nehmen. Was zu Fuß erreichbar ist. Das reicht ja. Könnten wir eigentlich optimalerweise gleich hier so mit dran setzen. Also auf eine Höhe, ja. Dann können wir nämlich hier einen Fußgängerweg erstmal noch auf hochzimmern. So, machen wir schöne 90 Grad. Und dann können die das hier so rumbauen. Okay, sehr schön. Dann weiter geht's mit einer Straße. Wir müssen das hier noch anschließen. Das ist ja schon angeschlossen. Das haben wir angeschlossen. Okay, Strom. Weiter geht's mit Strom. Wir waren bei Strom stehen geblieben. Hier. Umspannwerk haben wir. Dann brauchen wir... Wir könnten eigentlich hier so ein paar mittlere Leitungen hochführen, oder? Mittelspannungsleitung. Ich meine, wie viel Strom brauchen die Dinger? Steht das hier irgendwo? Naja, steht wahrscheinlich im Baumenü, ne? Wasserbrunnen braucht safe nicht viel. Wo haben wir hier? Wo haben wir denn den Wasserbrunnen? Wasserbrunnen 2,1. 5,7. Okay, doch. Braucht doch ein bisschen was. Und wie viel braucht das Heizkraftwerk? Obwohl, das Heizkraftwerk braucht wahrscheinlich richtig viel. Obwohl das ja mit Kohle betrieben wird. Also wahrscheinlich braucht es tatsächlich doch nicht so viel. 63 Megawatt. Ja, okay. Doch, es braucht schon ganz schön viel. Maximale Wattzahl. 1064 kW. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich mir das mal ganz kurz anschauen. Wie viel braucht das Scheißding? Am Tag 63 Megawattstunden. Am Tag. Am Tag. Das ist ja was anderes. Aber ich glaube, wir müssen hier schon eine Hochspannungsleitung hinmachen, sonst macht es keinen Sinn. Ja, dann brauchen wir hier einen Stromtransformator. Den machen wir mal hier schön gegenüber. Wie viel kann das Ding überhaupt? Das ist jetzt nämlich die nächste Frage. Spielt das eine Rolle? Ne, ich glaube, es spielt keine Rolle. Und dann machen wir Hochspannung. Wollen wir das oberirdisch machen? Na, ich glaube, das machen wir unterirdisch. Wir nehmen hier schon mal die größere Leitung. Sicher ist sicher.
Und hier hoch machen wir es oberirdisch oder unterirdisch? Na, wir machen das, glaube ich, nochmal oberirdisch, würde ich sagen. Weil das ziemlich hässlich ist. Aber so geht's, oder? Ich hoffe, das ist jetzt hiermit verbunden, weil das so komisch aussieht. Ach, Mann. Kann ich das überhaupt auswählen? Oh oh. Naja, wir schauen einfach mal, was passiert, wenn wir es gleich bestätigen. Wenn nicht, müssen wir das Ding irgendwie wieder abreißen. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt nötig war, aber mir kommt das extrem viel vor, was das Ding hier an Strom frisst. Was mich auch irritiert, weil das doch mit Kohle betrieben werden soll. Da braucht das trotzdem so viel Strom. Maximale Wattzahl 453. Wahrscheinlich ist das hier völlig überdimensioniert. Das hätte doch safe auch gereicht, oder? Na, ja, warte mal, wir reißen das hier alles nochmal ab. Wir gucken, wir bauen erstmal. Wir bauen erstmal auf und schauen dann mit dem Strom. Ich habe keinen Bock, das hier alles hinzusetzen, wenn wir das gar nicht brauchen. Lass mal unterirdisch gehen. Wir warten erstmal ab. So, mach erstmal weiter hier. Ihr könnt ja schon mal ein bisschen aufbauen. Strom gucken wir später. Wir kümmern uns jetzt hier erstmal nochmal um Müll. Das wäre auf jeden Fall noch ganz wichtig. Dann machen wir so ein paar Müllplätze. Ein Müllplatz mit Absatzcontainern. Groß, groß. Welche nehmen wir da? Und was ist da am besten? Absatzcontainer oder die normalen? Ich glaube, für Wohnung braucht man eher sowas hier, oder? Da kleine. Wahrscheinlich schon. Und so viel sind das ja hier nicht. So viele Leute, die hier wohnen. Vielleicht könnten wir auf mittlere gehen. Sondermüll, Plastikmüll. Oh, ich glaube, wir gehen doch auf groß. Die haben gleich ein bisschen mehr. Aber die haben nicht so eine gute Reichweite, ne? Kann das sein? Die anderen haben eine viel krassere Reichweite. Das vierte Haus ist gar nicht da im Dings mit drin, dass wir mal auf klein gehen. Nee. Habe ich mir gerade eingebildet. Die Reichweite ist scheinbar gleich. Ja, dann lass uns trotzdem auf groß gehen, oder? Oh, hier haben wir alles drin, was wir brauchen. Das ist schon ganz nice. Lass uns hier nochmal einen kleinen ranmachen. So, vielleicht irgendwie. Was hat er alles drinne? Das alles. Mal ein bisschen rumdrehen hier die Kamera. Kann ich das besser sehen? Okay, so wäre auch das Kino hier mit drin. Dann lass aber da nochmal einen großen nehmen.
Und ich hätte Bock auf noch ein paar Container. Die sind, glaube ich, für die Industrie, sprich für den Supermarkt und so weiter, richtig? Ja. Genau, da wird es ja schon angezeigt. So wäre gut, weil dann hätten wir alle. Wie sieht das mit denen da oben aus? Die brauchen nicht. Oder ist das ein Fehlschluss? Weil die Häuser werden ja auch angezeigt. Wir machen wieder Learning by Doing. Ich baue das erstmal hier hin. Ist vielleicht alles völlig überdimensioniert. Schauen wir einfach mal. Und wenn nicht, können wir es ja wieder abreißen und recyceln. Aber ich glaube, die Container sind gut. Da passt halt mehr verschiedenes Müll rein. Hier passt halt nur gemischter Müll rein. Und die Container, da kann man sortieren. Das heißt, wir haben hier schon mal vorgedacht, für den Zeitpunkt, wo wir Mülltrennung einführen und das sortiert wird. Dann haben wir hier schon mal so einen Container stehen. Da werden wir die wahrscheinlich austauschen. Am Anfang haben wir das, glaube ich, eh nicht. Das muss man erst erforschen, soweit ich weiß. Gut, dann haben wir auch Müll. Aber wir brauchen natürlich noch Müllfahrzeuge dann auch. Hatte ich hier schon welche gekauft? Warte mal. Ah ja, genau. Aber die falschen tatsächlich. Wir haben hier nur die. Die reichen ja nicht. Wir brauchen auch die anderen. Wir brauchen auch die anderen. Wie machen wir das jetzt am besten? Bauen wir noch einen technischen Dienst? Wir warten erstmal ab. Wir lassen erstmal die Jungs, dass die alles bauen. Das ist, glaube ich, schon mehr als genug Arbeit. Wie sieht es jetzt hier aus? Da sind die fleißig am Bauen. 20%, okay. Das muss dann auch alles gebaut werden. Hier, das Ding bauen wir auch. Sehr, sehr schön. Okay, es wird langsam. Gut, dann haben wir doch, hätten wir doch schon wieder einiges geschafft, wenn das hier fertig wird. Ich würde sagen, wir machen erstmal Priorität auf diese Dinger hier. Dann mache ich euch hier einen schönen kleinen Timelapse rein. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Dinger hier fertig sind. Das klingt nach einem guten Plan. Ich stelle mir übrigens die Frage, ob eventuell ein weiterer Flaschenhals die Arbeiter sind. Wir haben jetzt hier zum Beispiel nur 12 von 136 möglichen Arbeitern. Ausländische Arbeitskräfte. Ah, okay. Das ist scheinbar auch begrenzt, wie viele Arbeitskräfte wir hier von der Grenze holen können. Das würde natürlich auch einen weiteren Punkt ausmachen, warum es immer relativ langsam vorwärts geht. Wie sieht das hier so aus? Wir sind zum Beispiel auch 0 von 50. Mhm. Hier ist gerade auch keiner am Start. Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, unsere Arbeiter sind auch aktuell noch so ein kleiner Flaschenhals, was sich aber hoffentlich ändern wird, wenn wir hier unsere erste Stadt eröffnen. Vielleicht sollten wir dann doch auch noch ein paar mehr Wohnhäuser bauen. Denn, ja, dann brauchen wir doch deutlich mehr, würde ich sagen. Aber eins nach dem anderen. Ich finde es übrigens sehr schön, wie diese Brücke hier gebaut wird. Ihr werdet es ja wahrscheinlich im Zeitraffer gesehen haben.
wie dann der kleine Kran da steht und rumhantiert, überall die Arbeiter, dann wird das so nach und nach aufgebaut. Auch wenn die Grafik nicht der Kracher ist, aber so vom Detailreichtum gefällt mir das eigentlich, wie die ganzen Sachen hier so gebaut werden. Das ist wirklich sehr hübsch anzusehen. Na gut, ich würde sagen, ich lasse das jetzt hier erstmal noch fertig bauen. Obwohl, wir könnten schon mal ganz kurz schauen. Okay, hier haben wir die Kohle. Die Kohle müssen wir dann auch erstmal einkaufen. Das Ding verursacht auch Müll. Oh, okay. Hat keinen Strom. Habe ich irgendwo eine Übersicht, wie viel Strom das Ding jetzt genau braucht? Heizungsverbindung, Abwasseranschlüsse, mehr. Halten, um das Wasser in den Abfluss zu entleeren. Okay. Interessant. Man kann das Ding sogar leer machen. Boah, kann hier der Druck zu krass werden und dann kann das kaputt gehen? Was kann man hier machen? Okay, interessant. Müssen wir auch alles noch herausfinden. Ja, aber so richtig, wie viel Strom jetzt hier genau gebraucht wird, wird mir nicht angezeigt, oder? Hm. Hängt natürlich wahrscheinlich auch davon ab, wie viel das Ding hier produziert. Das Teil ist schon fertig. Das Teil ist auch so gut wie fertig. Okay, es wird langsam. Hier haben sie. Hier wurde noch nicht angefangen. Ja, okay. Aber das passt schon, denke ich. Naja, ich würde sagen, wir lassen erstmal ein bisschen weiterlaufen und sehen uns dann gleich wieder. So, okay, mal ganz kurz hier auf Pause, also, Brücke fast fertig. Das Ding kann logischerweise erst angefangen zu bauen werden, wenn die Brücke fertig ist, weil sonst kommen sie ja da nicht hin. Das Ding ist auch schon komplett fertig und hier oben waren wir ja eh schon durch, mittlerweile müssten wir auch hier durch sein. Ja, okay, sehr schön. Haben wir hier unsere Rohre. Wir müssen das später natürlich auch alles noch ein bisschen hübscher machen. Ich weiß nicht, ob das hier von alleine nachwächst oder ob wir da sonst nachhelfen müssen. Das sieht auf jeden Fall alles soweit ganz nett aus. Hier haben wir... das ist aber nicht so... Obwohl doch, ist gerade, ne? Ah, geht. Ist okay. Ja. Das sieht alles ganz gut aus. Dann könnten wir... Welchen Monat haben wir denn? Okay, im Juli... Das geht eigentlich noch. Wir müssen nur noch das Ding da oben mit Strom anbinden und dann läuft die Heizung hoffentlich. Also könnten wir eigentlich schon mal langsam anfangen, Leute hier einziehen zu lassen und die ganze Logistik aufzubauen. Denn logischerweise brauchen wir ja auch ganz viele neue Ressourcen. Wir brauchen Kohle für das Kohlekraftwerk da hinten und wir brauchen Lebensmittel für unsere kleine Stadt. Das müssen wir auf jeden Fall alles noch einrichten. Dann sollten wir auf jeden Fall auch anfangen, unsere Lager zu organisieren und eventuell auch sowas wie eine Instandhaltung langsam zu bauen für Fahrzeuge und so weiter und Gebäude. Weil wenn die jetzt benutzt werden, dann verschleißen die vermutlich auch schneller. Genau. Und eventuell auch vielleicht sowas wie eine Universität, damit wir anfangen können zu forschen. Das wäre auch nice. Also wie ihr seht, wir haben einiges noch zu tun. Darum werden wir uns aber auf jeden Fall in der nächsten Folge kümmern.
Also ja, Plan für nächste Folge ist, die Stadt zum Laufen zu bekommen, so dass unsere Arbeiter hier die ganzen Sachen versorgen. So dass wir quasi die Gebäude, die wir jetzt haben, schon mit unseren Arbeitern bedienen und dann fangen wir an, den nächsten Step zu machen, würde ich sagen. Das klingt, glaube ich, nach einem ganz guten Plan. Was haben wir hier? Ah, okay. Neues Fahrzeug, alles klar. Vielen Dank für die Info. Oh, wir haben ganz viele. Jo. Eisenerz steigt, okay. Tausende neue Fahrzeuge, auch interessant. Hier hatten wir scheinbar wieder einen Stau. Schöner Kran, glaube ich. Sehr gut. Naja, wir löschen mal alle Nachrichten. Das ist jetzt erstmal nicht so relevant, würde ich sagen. Na gut, ja, dann würde ich sagen, der Plan steht und wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, gerne auch ein Abo und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.